zu Besuch an einem Ort, der Vertrauen schafft. Das MVZ Dr. Meyer und Kollegen am Tilliplatz 11, Altötting. Die lichten Räumlichkeiten der Gemeinschaftspraxis, die der Internist Dr. Med. Hans-Ulrich Meyer zusammen mit dem Diplompsychologen Peter Janker führt, erwecken einen familiären und atmosphärischen Eindruck. Es ist die Hauptpraxis von insgesamt 3 Filialen, neben Altötting im Medias Klinikum Burghausen und in der Johannesbad-Klinik in Bad Füssing. Die Philosophie ist überall die gleiche. Es geht um den Patienten mit seinem Problem, nicht um das Krankheitsbild. Es geht um einen ganzheitlichen Blick auf den Menschen. In diesem Sinne ist das Spektrum der Praxis, die seit 34 Jahren besteht und vor 10 Jahren in ein MVZ umgewandelt wurde, auch ein weites. Also es gibt einen schönen lateinischen Spruch, Salus e croti suprema lex. Und das heißt, das Heil, das Wohl des Kranken ist das oberste Gesetz. Ja. Wir in unserer Praxis machen also Herz-Kreislauf-Medizin, Nieren- und Gefäßkrankheiten. Also kann man sagen, Prüfung auf Herz und Nieren. Und ich freue mich sehr, dass wir das Angebot ergänzen können durch diese psychotherapeutische Behandlungen und Diagnosen. Und da freue ich mich, dass Herr Janker seit 3 Jahren schon bei uns ist und unsere Praxis sozusagen verstärkt. Und ich freue mich über die besondere Möglichkeit, die seelischen und die körperlichen Komponenten des Leidens miteinander verbinden zu können und ganzheitlich bearbeiten zu können, wozu auch spezielle Qualifikationen von meiner Seite aus beitragen zu können, also zum Beispiel, dass ich 10 Jahre lang in einer berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik gearbeitet habe und da auch ein Verständnis für körperliches Leiden entwickeln konnte. Auf der anderen Seite hat jede seelische Krankheit oft auch körperliche Begleiterscheinungen. Depressionen gehen oft einher mit Herzkrankheiten und Ähnlichem. Und Ängste wirken sich natürlich auch auf den Blutdruck aus. Ja, Blutdruck, das Kernübel unserer Zivilisation, da können wir schon helfen. Kern der Praxis ist die Dialyse, die Blutreinigung. An insgesamt 10 mit neuester Technologie für schonende Verfahren ausgestatteten Dialyseplätzen sorgen 5 Dialyseschwestern für das Wohl der Patienten während der doch anstrengenden mehrstündigen Behandlung. Eine private Dialyse nach höchsten Standards, die in der Altöttinger Praxis prinzipiell von allen in Anspruch genommen werden kann und die von Patienten aus einem weiten Umfeld genutzt wird. Wie kommt eigentlich ein Dialysepatient oder Nierenkranker zu der Behandlung? Die Überweisung geht immer über den Hausarzt und es ist halt dann je nach dem Stadium, in dem der Patient ist, von der Nierenerkrankung notwendig, sich mehr oder weniger oft zu sehen, mal vierteljährlich, mal halbjährlich. Man möchte natürlich immer den Zeitpunkt für die Dialyse hinausschieben. Das gelingt auch ganz oft. Aber wenn es halt dann soweit ist, bleibt ja immer noch die Hoffnung, dass man einen Patienten zur Nierentransplantation anmeldet, sodass er dann wieder unabhängig ist von der Dialyse. Welche Vorteile bietet eine ambulante Dialysestation im Vergleich zu einem Krankenhaus? Wir haben eine sehr familiäre Atmosphäre, kennen die Patienten und ihre Familien. Und im ambulanten Bereich hat man halt sehr gute Vernetzung mit allen Kliniken. Und man kann jederzeit kurzfristig auch dann das Notwendige machen. Die bestmögliche Behandlung geht interdisziplinär und im vertrauensvollen Zusammenspiel zwischen Hausarzt und Facharztpraxis. In einer hochmodernen ambulanten Einrichtung, die eben ein Plus an Privatsphäre bietet und überzeugt. Ein geschichtsträchtiger Ort im Übrigen befindet sich doch die Praxis im zweitältesten Haus von Altötting, dessen Ursprünge bis ins 14. Jahrhundert zurückreichen, im ehemaligen Dechantshaus. Der Blick geht über den Tilliplatz hin zum Kapellplatz, einem anderen Ort mit langer Tradition.
Etwas weiter entfernt, genauer gesagt ein paar Kilometer in Burghausen, liegt das Medias Klinikum, eine private Fachklinik für Onkologie, wo Dr. Meyer nicht nur Konziliararzt im Ärzteteam um Professor Dr. Karl Aigner wirkt, sondern auch in einer weiteren Praxis, wo er seit kurzem noch einige wenige Dialyseplätze in modernen Zwei- und Einbetträumen anbietet. Die stehen zwar außerhalb des Klinikbetriebs nur eingeschränkt zur Verfügung, jedoch lassen sich auch hier im Sinne der Wohnortnähe Lösungen finden, die über die Altöttinger Hauptpraxis abgeklärt werden könnten. Also wir haben jetzt hier auch in Burghausen die Möglichkeit zur Dialyse. Ich bin ja seit ungefähr gut 12 Jahren schon mit Professor Aigner verbunden. Ich mache hier die Konsile für die innere Medizin und ich freue mich, dass er mich auch aufgenommen hat für die Behandlung der Dialyse. Wir haben hier 6 Dialyseplätze und wenn Patienten aus Burghausen oder Umgebung Interesse hätten, können sie sich gern bei ihrer Kasse erkundigen.